Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raab und ihr seht es hier, ne? Es scheint so schön auf mich herunter. Es ist Montag, es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, der Frühling naht. Super. Es ist noch aus einem anderen Grund heute ein schöner Tag, denn wir haben hier heute wieder unser Seminar Future und Future Optionen. Das machen wir dieses Jahr zweimal und beide Male sind nahezu ausgebucht. Also heute ist ausgebucht und ich glaube, für das zweite Seminar gibt es wohl doch zwei Plätze. Deswegen, das ist keine Werbung jetzt für dieses Seminar, weil, wie gesagt, ohnehin ausgebucht, sondern heute geht es mal tatsächlich um Future-Optionen. Wir sprechen hier im Kanal ja sehr viel über das Thema Aktienoptionen, was auch normal ist, weil die meisten wahrscheinlich auch Aktienoptionen handeln. Und ich will dir aber mal heute drei Gründe nennen, warum es sich aus meiner Sicht heraus lohnt, auch sich unbedingt mal mit dem Thema Future-Optionen zu beschäftigen. Und welche drei Gründe das sind, das erfährst du jetzt hier im Video. Ich mache ja immer, wenn ich die Seminare mache, ich habe so eine große Liste, ne, wo dann viele Dinge draufstehen, über die man sprechen will. Und ganz klar am Anfang, mal so kurz hier so setzen, damit ich nicht so geblendet werde. So. Und am Anfang spricht man natürlich auch logischerweise immer über, warum soll man überhaupt Future-Optionen handeln? Weil, wenn es keinen Sinn machen würde, dann bräuchten wir ja solche Veranstaltungen nicht zu machen und dann bräuchte sich auch niemand mit dem Thema zu beschäftigen. Ich selbst komme ja aus dem Future- und Future-Optionshandel, bin dann später erst zu Aktien gekommen, beziehungsweise zu Aktienoptionen. Also ich habe schon Aktien viel länger als Aktienoptionen gehandelt und kehre aber auch immer wieder gerne zu Future-Optionen zurück. Und das heißt, auch hier bei uns intern in der Firma, für unseren eigenen Handel, machen Future-Optionen sicherlich 70-80% unserer Umsätze aus. Und das hat verschiedenste Gründe. Und drei der wichtigsten Gründe will ich dir jetzt mal nennen. Grund Nummer eins, das ist der andere Skew als in den Aktienoptionen. Anderer Skew, was ist damit jetzt gemeint? Du weißt, Skew bezeichnet ja im Grunde die Schiefe der Volatilität. Ganz einfach ausgedrückt heißt das, dass bei Aktienoptionen, bei Indexoptionen, findest du die größten Volatilitäten und damit auch die höchsten Optionsprämien. Das ist ja das, was für einen Optionsverkäufer immer relevant ist. Ihr seht, die Sonne kommt rum. Komm, machen wir so. So, gut. Findet man die größten Prämien immer auf der Unterseite. Warum? Weil sich natürlich die Masse der Marktteilnehmer immer gegen fallende Märkte absichern möchte. Ne? Niemand hat ein Problem mit steigenden Märkten, zumindest nicht allzu viele, sondern die Masse hat ein Problem mit fallenden Märkten. So, und deswegen sind eben Put-Optionen in Aktienmärkten immer teurer als Call-Optionen. Bei Future-Märkten ist es allerdings so, wenn du Future-Optionen handelst, dass das unterschiedlich ist. Das heißt, du kannst entweder gleiche Prämien haben. Das heißt, du nimmst jetzt eine Delta-20-Option, die kosten sowohl die Puts als auch die Calls das gleiche. Oder aber du kannst einen nach unten verschobenen Skew haben. Puts sind teurer als Calls, nämlich dann, wenn sich in einem Rohstoffmarkt, wenn sich in einem Future-Markt die Mehrzahl der Marktteilnehmer oder viele Marktteilnehmer gegen fallende Kurse absichern möchte. Aber das gibt es eben auch auf der anderen Seite, nämlich dass auch Call-Optionen teurer sind als Put-Optionen. So, und das Schöne daran ist, das bedeutet auch, du kannst also auch bei Future-Optionen, macht es definitiv auch Sinn, die Oberseite mit zu bedienen. Das heißt also auch entsprechend Call-Optionen zu verkaufen. Wir machen das bei Aktienoptionen ja nur gedeckt in Form von Covered Calls. Bei Future-Optionen lohnt sich das aber auch, wenn man beispielsweise manchmal gegen einen Trend handelt oder wenn man eine Trendumkehr sieht, dann macht es definitiv Sinn, auch mal die Call-Seite mit sich anzuschauen. Und dann hat man einfach den Vorteil, du hast mehr Trading-Gelegenheiten. Du hast nicht nur die Trading-Gelegenheit auf der Unterseite, indem du Put-Optionen verkaufen kannst, sondern du kannst eben auch auf der Oberseite hier bei den Futures oftmals auch Call-Optionen mitverkaufen. Und wenn ich wahrscheinlich die letzten 10 Jahre alle meine Trades durchschauen würde und würde das mal statistisch auswerten, das wird übrigens im Hintergrund auch gerade gemacht, das macht also schon jemand, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis zwischen Put- und Call-Optionen habe. Und das heißt, es eröffnet dir, dieser verschobene Skew eröffnet dir mehr Möglichkeiten. Das war Punkt Nummer 1, warum es sich lohnt, Future-Optionen zu handeln. So, Punkt Nummer 2, Korrelation. Wir wissen, wenn wir Aktienoptionen handeln, dass mehr oder weniger alle Aktien
eigentlich über die großen Märkte miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn die Märkte steigen wie im Jahr 2017, dann macht das richtig Spaß, auf der Put-Seite unterwegs zu sein. Wenn die Märkte allerdings dann so sich entwickeln wie im Jahr 2018, naja, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und dann ist es auch sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, die Aktien sehen stark aus, die Aktien sehen schwach aus. Ne? Sondern meistens ist es das so, dass dann wirklich alle Aktien miteinander verbandelt sind und eben sehr, sehr stark miteinander korrelieren. In den Future-Märkten, in den Rohstoffmärkten ist das ein bisschen anders. Das heißt also, die Preisbewegung bei Weizen hat nicht zwingend etwas mit der Preisbewegung bei Kaffee zu tun. Und wenn die Aktienmärkte fallen, muss sich das nicht zwingend auf die Baumwollpreise auswirken, dass die dann auch fallen. Oder wenn Gold in die eine oder andere Richtung sich bewegt, dann muss nicht zwingend der Erdölpreis genau das Gleiche machen. Und das führt dazu, dass wenn du dir die Einzelmärkte anschaust, okay, das erfordert ein bisschen mehr Arbeit, aber das führt eben dazu, dass du hier viele nicht miteinander korrelierende Trades aufsetzen kannst. Und wenn du jetzt einfach dir mal ein Portfolio anschaust, wo du vielleicht 5 Positionen hast, wenn das alles Aktienpositionen sind und der Markt bricht überraschend ein, dann hast du sofort in 5 Positionen wahrscheinlich gleich ein Problem. Wenn du dagegen 5 Future-Optionen hast in unterschiedlichen Märkten, die nur wenig oder nicht miteinander korrelieren, dann kann es natürlich hier genauso Überraschungen geben und ein Markt läuft plötzlich sehr, sehr stark gegen dich. Aber du hast dann oftmals andere Märkte, die das an dieser Stelle überhaupt nicht betrifft. Und das heißt, du kannst dein Konto insgesamt etwas ausgeglichener führen. Das ist also der zweite Grund. So, und der dritte Grund, den ich für als Vorteil betrachte, das ist vielleicht jetzt nicht für jeden ein Vorteil, aber zumindest für all diejenigen unter euch, die etwas größere Konten haben. Ne? Also ich sage mal Konten so ab 50.000 Euro aufwärts. Und der Vorteil ist hier, dass du für Future-Optionen in der Regel höhere Prämien bekommst. Wenn du Aktienoptionen handelst, du hast ein Konto, was vielleicht 100, 200, 500.000 Euro groß ist und dann gehst du her und verkaufst Optionen, die dir vielleicht 50, 60 Dollar einbringen, dann wird das im Laufe der Zeit eine relativ kostspielige Sache aufgrund der Kommissionen, weil du zahlst ja für jeden einzelnen Trade eine Gebühr. Das heißt, ob du nun mit einer Option 500 Dollar einnimmst oder 10 Optionen auf 50 Dollar verkaufst, ist zwar in der Prämieneinnahme das gleiche, aber bei den 10 mal 50 Dollar zahlst du eben auch 10 mal Commission. Gut für deinen Broker, schlecht für dich. Und Future-Optionen bieten eben oftmals höhere Prämien an. Natürlich, es gibt auch mal Märkte, wie zum Beispiel zuletzt die Getreide- oder auch mal Fleischmärkte, wo du vielleicht auch nur 80, 90 oder 100 Dollar Prämie bekommst. Das ist jetzt auch nicht so viel. Dann gibt es aber auch wieder andere Märkte, Gold beispielsweise, Silber, Erdgas, Erdöl. Da bekommst du auch mal 200, 300, 400, manchmal sogar 500 Dollar für eine Option. Und das heißt, du hast hier viel mehr Möglichkeiten, gerade große Konten zu bespielen, wo du eben, wenn du das ausschließlich mit Aktien machen würdest, eben dann wieder darauf zurückgreifen müsstest, du handelst nur sehr, sehr teure Aktien, wie zum Beispiel jetzt Booking oder Amazon, oder du gehst auf Indizes über, das heißt, du handelst in SPX oder sowas, da kriegst du ja auch sehr hohe Prämien, aber da haben wir natürlich wieder diese Korrelationsproblematik. Und das sind also die drei Gründe, die ich aus meiner Sicht heraus für sehr positiv für die Future-Optionen halte und deswegen solltest du, wenn dir diese drei Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, also der verschobene Skew, der also auch auf der Oberseite dir Chancen bietet, die Nicht-Korrelation mit den Aktienmärkten und die höheren Prämien, wenn das für dich interessant ist, dann solltest du dich unbedingt mal mit dem Thema Future-Optionen beschäftigen. Wie kannst du das tun? Es gibt im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, du schaust dir auf YouTube einfach mal die Videos an, die wir hier auf diesem Kanal, sind ja mittlerweile hunderte von Videos, die wir veröffentlicht haben. Und es sind auch eine ganze Reihe Videos zum Thema Future-Optionen dabei. Das ist völlig kostenlos und du kannst erstmal schauen, ist das für dich etwas. Tja, und die zweite Möglichkeit, da musst du schon ein bisschen was investieren, nämlich knapp 35 Euro, dann kaufst du dir das Buch, was 2011 von mir herausgekommen ist, Optionsstrategien für die Praxis, weil da geht es ausschließlich um das Thema Future-Optionen. Naja, und der dritte Punkt ist, wenn du sagst, oh, wie kann ich das richtig lernen, ne? Dann mach einfach hier ein kostenloses Beratungsgespräch und wir zeigen dir, ob es für dich Sinn macht, sich auch beim Thema Future-Optionen weiterzubilden oder auch nicht. In diesem Sinne, ich gehe jetzt wieder zum Seminar, ich trinke meinen Espresso aus und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Euch bis dahin eine gute Zeit, viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.